Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video mit diesem wunderschönen Ausblick, denn ich befinde mich immer noch auf der Insel Rhodos und wollte mit euch noch über eine unangenehme Situation sprechen. Ich habe einen Laptop in der Hand, weil wir ein paar Zahlen durchgehen müssen und ihr müsst euch wirklich hinsetzen. Wenn ihr diese Zahlen hört, da wird man sauer. Das muss man wirklich klipp und klar so benennen, wie es ist. Man wird sauer, weil es so nicht weitergehen kann. Es darf einfach so etwas nicht so passieren, wie es jetzt hier ist, dass zahlreiche Anschuldigungen gegen speziell Robert Habecks Staatssekretär Patrick Greichen in aller Munde sind. Es sind zahlreiche Anschuldigungen vorhanden, aber offensichtlich ist gar kein Problem. So nach dem Motto habe ich vor, möchten die Grünen mit der Situation umgehen und besonders Robert Habeck. Aber das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass solche Vorwürfe im Raum stehen, dass solche Verfehlungen vielleicht oder auch sicher, das müssen Gerichte meiner Meinung nach entscheiden, werden sie immer nicht tun, gemacht wurden oder halt auch nicht. Und dementsprechend muss diese ganze Situation rechtlich aufgearbeitet werden. Da muss eine Anklage stattfinden, da muss eine Ermittlung folgen oder eine Ermittlung und dann eine Anklage, falls diese Ermittlungsergebnisse etwas in der Richtung beweisen sollten, dass dort wirklich Vetternwirtschaft geherrscht hat etc. pp. Und dann müssen da auch rechtliche Konsequenzen daraus folgen. Das ist doch nur legitim, dass man in einer Demokratie und in einer legitimierten Regierung so etwas erwarten kann. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal gerne unten rein. Und dann heißt es jetzt zum Glück, dass die Presse dort auch hingeht, zumindest die Springerpresse macht das, so zum Beispiel die Welt oder auch die Bild, die groß darüber berichten, welches Gehalt Ex-Staatssekretär Greichen weiterhin erhält. Und wir haben das ja auch schon in den ersten Videos vermutet und befürchtet, dass hier immense Gelder weiterhin fließen werden und auch nach seinem kompletten Ausscheiden, denn es gibt so eine Übergangszeit, wir haben das ja im letzten Jahr bei Anne Spiegel, die ehemalige Ministerin, oder auch Anfang des Jahres, bei der ehemaligen Verteidigungsministerin, wie hieß die Häkel-Omi nochmal? Ich komme nicht auf den Namen, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall mitbekommen, dass da über Monate hinweg Ansprüche für 100% Bezahlung bestehen. Das heißt wirklich volles Gehalt von 15, 20, 30.000 Euro pro Monat und ähnlichen Beträgen, um die es da geht. Und danach werden die auch noch weitere Monate lang bezahlt. Das kann es doch einfach nicht sein. Wenn ich in der freien Wirtschaft arbeite und erbringe eine Leistung bei einer Firma, bekomme monatlich meine 2.500 Euro brutto oder ähnliches. So, und dann werde ich gekündigt, weil ich irgendwas nicht ganz richtig gemacht habe, um es mal nett auszudrücken. Da bekomme ich doch nicht 3 Monate danach noch volles Gehalt und dann mehrere Monate danach noch vielleicht 60, 70% oder ähnlich. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken, wie gut es diesen Leuten geht. Trotz dieser Verfehlungen noch in Kombination. Weil es kann doch grundlegend erstens nicht sein, dass die, wenn die gute oder normale Standardarbeit erbracht haben, dass es dann heißt, ja, die bekommen jetzt hier weiterhin, weil es so schwer ist, dann rauszugehen aus diesem Geld und dann nicht mehr 15.000 oder 20.000 Euro pro Monat zu bekommen, dass es dann so schwer ist, sich darauf einzustellen, weniger zu haben, bekommen sie dann noch mehrere Monate das volle Geld und danach noch 50, 70% über weitere Monate. Das ist doch eine bodenlose Frechheit, Leute. Wir müssen doch genauso damit klarkommen. Wir müssen doch genauso damit klarkommen. Aber gehen wir mal auf die Zahlen ein. Haltet euch fest, wie gesagt, es ist wirklich unfassbar, was dieser einstweilige Ruhestand wirklich an Vorteilen für den Herrn Greichen dann demnächst mit sich bringt. Denn aktuell beträgt, bis vor der Entlassung von ein paar Tagen, sein Grundgehalt 15.074 Euro ganz genau pro Monat. Die Bild schreibt sogar, dass hier auch noch zuzüglich Familienzuschlag wäre. Wie hoch der auch immer ist, also darüber muss man allein schon mal ganze 20 Minuten diskutieren, ob es denn gerecht ist, dass jemand, der Politiker ist, Staatssekretär von mir aus jetzt, wie der Herr Greichen, ein Anrecht darauf hat, bei einer so hohen überdurchschnittlichen, das ist ja ganz klar, ne, deutscher Durchschnitt in Deutschland, irgendwas Gehaltsdurchschnitt in Deutschland, das muss ich sagen, 2.500, von mir aus lass es 3.000 Euro brutto sein. Man bekommt 15.000 Euro, aber noch einen Familienzuschlag. Was ist denn mit der Familie, wo der Vater arbeiten geht, der 2.000 pro Monat bekommt, mit der Mutter, die ebenfalls arbeiten geht, vielleicht 1.500, von mir aus auch 2.500 monatlich bekommt? Bekommen die einen Familienzuschlag?
Wäre mir neu, dass es sowas in der freien Wirtschaft gibt. Das ist eine bodenlose Frechheit und nichts anderes. Darüber könnte ich mich alleine schon wirklich ganz klar aufregen. Wo es doch immer heißt, ja, Kinder sind unsere Zukunft. Ihr sollt mehr Kinder haben in Deutschland etc. pp. Ja, komisch, funktioniert nur nicht. Warum denn nur? Weil es so teuer ist und unattraktiv geworden ist. Das Ganze basiert halt hier auf wirklich eine Top-Beamtenposition als Besoldungsgruppe B11. Das ist wirklich ganz, ganz heftig. Dementsprechend über 15.000 Euro. Und die Bild hat eine Anfrage hier gemacht. Und dann heißt es nämlich hier, der in der einstweiligen Ruhestand versetzte Beamte erhält für den Monat, in dem ihm die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand mitgeteilt worden ist, also jetzt Mai, und für die folgenden 3 Monate die Bezüge weiter, die ihm am Tag vor der Versetzung zustanden. Ja, also bleibt es jetzt wirklich erstmal den kompletten Mai, Juni, Juli, August bei voller Bezahlung von über 15.000 Euro pro Monat. Das ist unfassbar dreist. Man kann es wirklich nicht mehr anders sagen, Leute. Ich finde es einfach, wisst ihr, es ist doch ein Schlag ins Gesicht für jeden Menschen, der hier arbeitet. Für jeden Menschen, der sich morgens aus dem Bett quält und sagt, ich habe keinen guten Job, ich habe keine Alternative, ich mache es aus Überzeugung, ich mache es, weil ich nicht dem Staat auf der Tasche liegen möchte, ich möchte nicht das Bürgergeld in Anspruch nehmen, ich möchte weiterhin für mein Land etwas tun, für meine Familie etwas leisten, bekomme nicht so viel Geld, keine Frage, warum auch immer, gibt es verschiedene Gründe, aber man macht es. Und das kann es einfach nicht sein. Und jetzt geht's aber weiter. Bis Oktober 2024, also wir befinden uns jetzt im Mai 23, nur für die Nachwelt nochmal festgehalten, bis zum Oktober 24 dürfte Greichen ein 5-stelliges Monatsgehalt bekommen, heißt es hier. Zitat, für einen Zeitraum entsprechend der Dauer des statusrechtlichen Amtes, aus dem Greichen in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde, fließt weiterhin Geld. Konkret 71,75% der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe der bisherigen Besoldungsgruppe. Und das ist ja grundlegend auch so ein Problem. Und da kennen wir ja Projekt Morgengrauen, Abendsonne, irgendwie sowas gab es ja auch immer wieder, dass hohe Beamte nochmal zum Schluss, bevor die Regierung, also die Koalition endet und eine neue Regierung startet, dass man da vorher nochmal gute, verdiente Beamte hingegangen ist und hat die schnell nochmal befördert auf die nächste Stufe. Und dementsprechend darauf basierend wird dann die Pension berechnet, darauf basierend werden dann weitere Gehälter berechnet und sonstige Sachen, die man einfach gemacht hat. Wisst ihr Leute, das ist unfair. Punkt. In Zahlen bedeuten diese 71,75% mindestens 10.816 Euro und zwar für eine Dauer von mindestens 6 Monaten, also bis Februar 2024. Da Greichen aber 1 Jahr und 5 Monate, wow, lange Zeit, hart gearbeitet, seinen Posten innehatte, bekommt er der Rechnung zufolge sogar bis Oktober 2024 das Geld. Und in Summe, die Summe will ich gar nicht aussprechen, es sind rechnerisch 244.168 Euro, die der geschasste Filz, Staatssekretär bis Herbst kommenden Jahres noch einsacken dürfte, heißt es hier. Was soll man dazu sagen, Leute? Was soll man dazu wirklich noch sagen? Da bekommt jemand fast 250.000 Euro. 244.000 Euro. Obwohl der zu Hause sitzt. Wisst ihr? Da drüben. Vielleicht seht ihr das jetzt gerade. Die Dame da drüben. Ich werde mal hier die Reinigungskraft fragen, was die hier monatlich verdienen. Es steht alles in gar keinem Verhältnis. Wenn dieser Mann die beste Arbeit leisten würde für unser Land, wäre ich der Erste, der sagt, der braucht noch mehr Geld. Der gehört besser bezahlt. Natürlich. Und Robert Habeck, der soll von mir aus 100.000 pro Monat bekommen. Von mir aus 1 Million pro Monat. Wenn er Arbeitsplätze schafft, nicht abbaut. Wenn er dafür sorgt, dass die Deindustrialisierung gestoppt wird, nicht gefördert wird. Wenn er dafür sorgt, dass Firmen sich in Deutschland ansiedeln, nicht wegziehen, wie wir es aktuell in der Situation haben. Dass Arbeitsplätze geschaffen werden, nicht abgebaut werden. Wisst ihr Leute, es passiert das Gegenteil. Es passiert das Gegenteil und trotz dessen bekommen sie exorbitante, mega, mega gute Bezahlung. Und ich glaube, jetzt ist das kleine Bild hier weg. Kamera ist ein bisschen überfordert. Egal. Dementsprechend, ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich finde, es ist und bleibt eine bodenlose Frechheit. Der letzte Punkt nämlich auch noch dazu. Denn
Der Herr Greichen war nämlich auch noch hier von Mai 2001 bis Juni 2012 im Bundesumweltministerium tätig und seine Verbeamtung erfolgte hier im Juli 2003 und dementsprechend hat er natürlich auch noch zahlreiche Ansprüche auf Pension und alles drum und dran. Also das kommt ja auch nochmal dazu. Pensionsleistung von 35% wird hier ausgegangen und dann heißt es gerechnet auf Greichens Grundsold wären das alleine, haltet euch fest, 5.276 Euro pro Monat. Das muss man sich mal überlegen, dass da jemand über 5.000 Euro pro Monat bekommt. Okay, er hat da ein paar Jahre jetzt in einem Amt gearbeitet oder in verschiedenen Ämtern. Nebenbei gesagt, dann war aber auch von 2000, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, irgendwas um die 2010, 2011 bis 2020 irgendwas oder 21, bis er da zum Staatssekretär wurde, die Ruheposition. Da war er bei der Agora Energiewende tätig. Und das alleine kann es doch nicht sein, dass du diese Beamtenansprüche, wenn ich das richtig verstanden habe, aufbaust, obwohl du gar nicht mehr in diesem Tätigkeitsbereich aktiv bist, sondern irgendwo in einer NGO oder in einem Verein oder auch sonstigen Aktionen irgendwo arbeitest. Wie kann denn das sein? Das passt doch hinten und vorne nicht zusammen. Oder sehe ich das falsch? Und wisst ihr, Leute, solche monatlichen Renten von 5.000 Euro, die gehören Menschen, die in unserem Land wirklich etwas für die Bevölkerung tun. So zum Beispiel Menschen, die andere Menschen pflegen. Ganz einfach. Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, Krankenschwester, Krankenpfleger etc. Leute, die sich um unsere Rentner im Hospiz kümmern. Wisst ihr? Es kann nicht sein, dass diese Menschen so wenig Geld bekommen, körperlich wirklich Schwerstarbeit leisten und dementsprechend kaputten Rücken haben, Probleme mit der Gesundheit natürlich haben, mental sehr, sehr stark beansprucht werden. Und nein, es passt einfach so nicht zusammen und gefällt mir nicht, was hier passiert. Schreibt eure Meinung unten rein. Sorry, dass jetzt hier das kleine Kamerabild weg ist. Egal, danke, bis zum nächsten. Abo dalassen und ciao.